Die aufrechte Körperhaltung ist in der Zahnarztpraxis natürlich ganz wichtig. Aber die Aufrichtung ist nur eine Seite der Medaille. Die zweite Seite ist die Bewegung, ist die Dynamik. Sie sind jetzt in der 11-Uhr-Position und es wäre schon gut, immer wieder zu prüfen, was geht auch in der 9-Uhr-Position. Das ist schon ein kleiner Haltungswechsel. Oder Sie dürfen auch mal auf die ganz andere Seite gehen, Richtung 3 Uhr. Jetzt werden Ihre Muskeln schon ein bisschen anders belastet. Und wenn Sie in der 12-Uhr-Position sind, dann dürfen Sie auch mal kleine, versteckte Mini-Übungen durchführen. Das heißt, Ihr Becken darf mal nach vorne gehen, Ihr Becken geht mal nach hinten, die Schultern gehen mal nach vorne, Sie gehen mal nach hinten, Sie können die Schultern kreisen. So, ein bisschen rückwärts paddeln ist eine sehr wertvolle Übung. Aber die Wirbelsäule darf natürlich auch mal zur Seite geneigt werden, auch zur anderen Seite. Und die Wirbelsäule ist ein Drehorgan, auch Bewegung, Drehung darf drin sein. Das ist ein sehr schöner Beitrag eben zur Entlastung, zur Dynamik des Rückens und das ist das dynamische Sitzen. Das machen Sie richtig toll.